Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Leute, es ist endlich soweit. Endlich kann ich euch erzählen, wo wir die letzten Monate dran gearbeitet haben, welches riesengroße Projekt wir uns vorgenommen haben und um welches Produkt es sich handelt. Denn, ihr habt richtig gehört, ich werde mein eigenes Produkt auf den Markt bringen. Wenn ihr wüsstet, wann wir uns das erste Mal schon an einen Tisch gesetzt haben und das erste Mal die Idee fiel, das ist wirklich krass, wie viel Organisation, wie viel Arbeit und wie viel Mühe und Liebe hinter so einem Projekt steht. Ich will es gar nicht sagen, weil ich irgendwie euch das am liebsten so anteasern möchte. Ich werde es euch jetzt aber sagen, ich werde meinen eigenen Trinksirup auf den Markt bringen. Einen zuckerfreien Trinksirup, den man sich ins Wasser, in Getränke verdünnen kann. Wirklich, wir haben die letzten Monate nur mit Verkostung verbracht. Wir hatten hunderte über hunderte Proben. Tanja, Emmy, Leo, Raphael, meine Schwester, alle waren nur noch damit beschäftigt. Hier, probier mal die Sorte. Dann macht man so einen Spritzer ins Wasser ran. Dann in Sprudelwasser, dann habt ihr wie so ein Erfrischungsgetränk, wie so eine Limonade. Boah, es ist wirklich, ich bin so begeistert davon. Es ist so ein Hammerprodukt. Ja, ihr habt so eine kleine Flasche und damit könnt ihr literweise euch Getränke mit zaubern und ja, ich will gar nicht zu viel verraten, ihr werdet noch ganz viel sehen, ich werde euch gleich auch immer das Team vorstellen, wer alles dahinter steckt und ja, wir haben mitten in der Nacht, gleich geht's schon los, ich habe gerade schon Outfits ausgecheckt und bin völlig aufgeregt, auch gleich so dieses Shooting, weiß ich nicht, es wird, alle werden jetzt da sein, um mich da abzulichten und über das Produkt zu reden und zu filmen und boah, ich kann es kaum fassen. Ich bin völlig motiviert, ich bin total begeistert, sehr dankbar, dass ich das umsetzen durfte und dass ihr das am Ende vielleicht irgendwann auch mal in der Hand halten könnt oder auch probieren könnt. Genau, da würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video und bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen. Ich bin schon wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich stehe vor allem auch ziemlich scheiße. Hier drüben das Haus haben wir uns jetzt gemietet, beziehungsweise die Küche, weil wir da schöne Aufnahmen machen wollen. Bist du gerade gegen den Busch gefahren? In den Busch gefahren. Boah, ich bin wirklich komplett fertig. Also, wir werden jetzt diese Aufnahmen machen, Shooting machen für das Produkt und für das YouTube-Video natürlich auch. Wir werden auch noch eine Challenge gleich mit dem Raphael machen. Die Tanja kommt auch gleich nach. Warum sind wir überhaupt hier? Weil wir gerade zu Hause die heftigste Baustelle überhaupt haben. Habe ich ja im letzten Video schon erzählt. Die Küche ist rausgerissen. Es kommt eine neue Küche heute rein. Und zwei Ankleidezimmer und der Hauswirtschaftsraum. Alles heute, natürlich. Darum war es heute ungünstig, in der nicht vorhandenen Küche zu drehen. Darum haben wir uns hier eine wunderschöne Küche bzw. ein wunderschönes Haus gemietet, wo wir dann in der Küche Aufnahmen machen können. Und ja, die warten alle schon drin. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch irgendwie ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Vor allem, weil ich jetzt gleich euch das Produkt auch so schon zeigen kann. Ihr werdet es auf jeden Fall gleich sehen. Und ja, dann würde ich sagen, let's go und packen wir's. Cool. Bist du auch aufgeregt? Ein bisschen, ja. Darum die ganzen Angstschürze gerade im Busch. Hey, na, alles gut? Wir haben noch eine Kopfweite. Sehr gut hergefunden. Na, voll. Also, eins da. Ja, selber. Mal sicher, alles. So, wir sind jetzt in der finalen Location angekommen. Hinter mir befindet sich das Produkt, was ich euch jetzt auch sofort zeigen werde. Und zwar haben wir einmal hier Juicy Wow nennt sich das Ganze. Drei verschiedene Sorten Trinksirup. Und zwar einmal Pink Grapefruit die Sorte. Dann haben wir einmal Peach Passion Fruit und einmal Cherry Lemon. Genau, das Ganze ist natürlich dafür gedacht, dass man mehr trinkt. Ich habe es jetzt selber die letzten Monate getestet und kann aus Überzeugung sagen, man trinkt auf jeden Fall wirklich mehr. Nicht nur ich, sondern mein ganzes Umfeld, meine Kinder, alle trinken einfach mehr dadurch. Und ja, ist einfach ein sehr schönes Produkt. Genau, zum Namen Juicy Wow. Ich würde sagen, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Juicy, sehr fruchtig, wow. Das werdet ihr merken, wenn ihr es probiert. Und das ist das Produkt. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Okay, wir haben jetzt hier einmal schon mal Cherry Lemon und Pink Grapefruit eingefüllt. Jetzt würde ich sagen, als letztes nochmal Peach Passion Fruit. Ich schütte immer gerne erst den Sirup ins Glas und fülle es dann mit Wasser auf. Dann verteilt sich es einfach besser. So, das sind die drei Sorten. Ich würde sie nochmal ganz gerne kurz vorstellen und zwar einmal Peach Passion Fruit. Wir haben erstmal so lange überlegt, bis wir auch die richtige Geschmackskombination gefunden haben. Wir wollten ja nicht nur einen Geschmack haben, sondern zum Beispiel hier Peach und Passion Fruit zusammen, bis wir das gefunden haben. Hat wirklich sehr lange gedauert und jetzt kann ich sagen, es erinnert mich auf jeden Fall sehr krass an Nim 2. Also wirklich, ich könnte mich nicht entscheiden, welche Sorte mir am besten gefällt. Dann haben wir hier einmal Pink Grapefruit. Wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich wirklich Grapefruit über alles liebe. Und sogar in Spanien mir neben die Outdoor-Bar einen Grapefruit-Baum
habe pflanzen lassen, damit ich wirklich direkt immer in meine Cocktails oder was auch immer Grapefruit machen kann. Und zum Beispiel jetzt hier die Grapefruit trinke ich auch sehr, sehr gerne zu einem Gin Tonic oder sowas. Dann hier als letztes Produkt haben wir Cherry Lemon. Das kann ich sagen, erinnert auf jeden Fall krass an Hubba Bubba. Und ja, das ist natürlich eine Entscheidung vom ganzen Team auch gewesen. Jeder hat diese Geschmäcker getestet und diese Kombination. Und bis wir da zu dem finalen Ergebnis gekommen sind, das hat echt einiges gedauert. Ja. So, natürlich werde ich mich jetzt hier auch nochmal durchtesten. Cherry Lemon als erstes. Ja, es erinnert auf jeden Fall wirklich, wie gesagt, sehr, sehr krass an Hubba Bubba. Und es hat einfach so eine Kindheitserinnerung irgendwie. Sehr, sehr schön, sehr lecker schmeckt das. Dann haben wir hier Pink Grapefruit. Das ist ja sowieso... Oh. Also das Geile ist halt auch, man kann selber sich entscheiden, wie intensiv man den Geschmack haben möchte. Macht man ein bisschen weniger rein, macht man ein bisschen mehr rein. Das ist halt das Praktische daran. Und ja, ich würde sagen, im Moment trinke ich das ja am häufigsten, als das vor ein paar Monaten, als wir uns entschieden haben, habe ich die beiden Sorten mehr getrunken. Das ist halt immer so im Wechsel. Ich habe das Gefühl, je nach Stimmung trinke ich das eine Produkt oder das andere Produkt mehr. Peach Passion Fruit. Ja, es erinnert mich halt irgendwie an so eine ganz erfrischende Limonade. Das Produkt ist komplett zuckerfrei und reicht für 8 Liter. Das heißt, wir können euch das gleich auch mal zeigen, wie viel wirklich da drin ist. Wir füllen das mal komplett gleich auf und das wird auf jeden Fall bestimmt sehr krass aussehen. Das heißt, damit haben wir uns auch einiges an Verpackungsmüll gespart, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Und das Thema Hydration sowieso. Ihr werdet einfach mehr trinken, wenn ihr dieses Produkt habt. Das merke ich auch, seitdem ich das jetzt ungefähr seit einem halben Jahr nutze oder seitdem wir das nutzen, gerade meine Kinder auch, die sagen nur noch, ich möchte Wasser mit Geschmack. Und ja, dann würde ich sagen, filme das jetzt einfach mal ab. So, ihr seht jetzt, ich habe ungefähr die Hälfte befüllt und ich habe mich schon für einen intensiveren Geschmack entschieden. Und es ist wirklich noch einiges drin, also es ist noch nicht leer. Jetzt wird mir selber erstmal die Masse bewusst, also so habe ich es natürlich auch noch nie ausprobiert. Ich gucke mal, dass ich jetzt noch dran komme. Und wenn Leute jetzt sagen, sie mögen halt das lieber leicht, den Geschmack, und möchten weniger Sirup drin haben, dann wird das sogar noch für viel mehr Liter reichen. Wenn wir jetzt mal ausgerechnet, hier sind wir jetzt auf 7,5 Liter, haben wir gesagt, ne? Und ja, sehr, sehr krass. Das Team wird auf jeden Fall heute nicht durstig nach Hause gehen. Jetzt wird mir selbst auch gerade mal bewusst, nachdem ich sehe, wie viel Sirup hier sogar noch drin ist, wie viel Verpackungsmüll wir uns gespart haben. Als damals das Thema Getränk im Raum stand, ja, war ich mir selber noch nicht bewusst, was das auslösen kann, wenn man wirklich so einen hochkonzentrierten, Sirup nimmt. Also bei Emmy und Leo muss ich tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wenn die beiden diesen Sirup im Kühlschrank entdecken, dann wird sich da auch gerne mal die halbe Tube reingepresst. Von daher, aber spricht ja auch für den Geschmack. So, jetzt sind wir fertig. Boah, das ist eine ordentliche Masse. Hat jemand Durst? Und immer noch nicht leer. Also leider haben wir nicht noch mehr Gläser hier, sonst könnten wir euch zeigen, wie viel hier jetzt noch am Ende drin ist. Aber das sind jetzt 7,5 Liter. Das Produkt ist für 8 Liter geeignet. Und ja, es ist dennoch sehr individuell. Die Tanja zum Beispiel könnte damit 20 Liter füllen. Für mich ist genau so der Geschmack richtig. Also es ist schon echt krass, was man sich da alles an Müll sparen kann und wie nachhaltig das doch ist. So, eins genehmige ich mir mal. Perfekt. Also, gleich kommt jetzt noch die Tanja vorbei und dann werden wir gemeinsam mit dem Raphael zusammen mal einen Geschmackstest machen. Und ich habe schon gehört, da hat das Team was Witziges vorbereitet. Ich bin sehr gespannt. So, Tanja ist auch vorbeigekommen. Und jetzt werden wir gleich eine Challenge machen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich zusammen mit dem Team was sehr Cooles vorbereitet habe. Jetzt gibt es gleich eine Geschmacksverkostung. Und es wird nicht nur leckere Juicy Wow Geschmäcker geben. So viel sei schon mal verraten. Oh. Was heißt denn hier? Ah. Ja, seid gespannt. Bist du gespannt? Bist du gespannt? Ja, ist voll. Ja, ich habe jetzt eine neue Maske bekommen hier. So, jetzt haben wir auch die Tanja hier eingeflogen. Und wir haben einen kleinen Geschmackstest vorbereitet, wie eben schon angekündigt. Natürlich hier die drei Produkte dabei, aber auch andere leckere Dinge sind dabei.
Oh, oh, ich bin sehr aufgeregt. Machen wir es jetzt in der Reihenfolge? Starten wir mal mit dem ersten Getränk. Also ich muss jetzt sagen, ob es... Ist das von der unschlagbaren Megamarke Juicy Wow oder ist es vielleicht ein anderes Getränk? Oh, warte. Das ist dein Getränk. Ja. Ja, das ist aber Peach Passion Fruit, das schmeckt ja. Man. Ein Punkt. Ja? Mhm. Oh, geil. Okay, das heißt, den stellen wir auf die richtige Seite. Machen wir weiter, oder? Ich bin noch gespannt. Mit Raffi machen wir gleich den gleichen Test. Bitte habt ihr mir irgendwie kein Bier oder so reingetan, dann breche ich sofort. Boah, das schmeckt nach Apfelschorle. Jawoll. Boah, krass. 2-2. Ja. Oh, Entschuldigung. 2-0. Boah, krass, ey. Ich kann sowas, oder? Okay, warte. Die Reihenfolge ist. Ändern wir ein bisschen. Mach mal die Nase zu. Halt mal die Nase zu. Okay. Nein. Das ist gut. Ach so, mein Gott, ich dachte gerade, das wäre Bier. Ich habe mich richtig... Bier? Irgendwie Karottensaft oder so? Oder irgendwas mit rote Beete? Wenn man Nase zumacht, fast. Boah, Kartoffel, rote Beete, Tomatensaft. Ja. Zählt das jetzt? Oh, wisst ihr was? Lass ja durchgehen, ne? War irgendwie so... Ich glaube, wenn man gar nicht weiß, was es ist... Dann schmeckt das... Ja, muss ich ehrlich sagen, jetzt geht's, wo ich es weiß. Aber vorher habe ich fast... Okay. Ich halte wieder die Nase zu. Darf ich jetzt riechen? Juicy Wow. Jawoll. Und was für ein Geschmack? Cherry Lemon. Pink Grapefruit? Ja. Scheiße. Aber man schmeckt es auf jeden Fall. Ja, ich habe ja auch die Nase zugehalten. Ne? Boah, aber das schmeckt aber das so heißt, intensiv. Bisschen... Aber das habe ich jetzt 2 Punkte. Ich habe jetzt alle Punkte, oder? Ja, okay. Ja, krass. Okay. So? Boah, wenn ihr wisst, wie viele Leute hier gerade zugucken. Mach mal Nase frei. Ist das vielleicht nur ein Spritzer? Moment, sorry. Nee, das ist aber nicht Juicy Wow. Nee, nicht so gut, ne? Nee, das ist wirklich nicht so gut. Aber was sagst du ungefähr? Hast du irgendeine Ahnung? Haben wir was? Was ist es? Maracuja-Saft mit Wasser gemischt. Ne? Ja? Krass. Okay, dann hast du den jetzt nicht. Wie? Ja, doch, den hast du mal, klar. Also, ich habe ja bis jetzt alle Punkte, ja, oder? Ja. Okay. Okay, jetzt Nase zu. Kommentier mal, was schmeckst du gerade? Was fühlst du? Das Bier? Nein, was hast du mit deinem Bier? Ich weiß es leider gerade selber nicht. Also das schmeckt für mich nach irgendwas gemixt, aber auf jeden Fall... Cola, ja, mit deswegen, ja, hätte auch Bier sein können. Das war bestimmt Michels Idee. Boah, Michel, das ist wieder so gemein von dir. Okay, also den haben wir leider gefloppt. Aber habe ich auch erraten. So, hier. Juicy Wow. Mhm. Nicht sagen. Lemon. Ja, auf jeden Fall ist es Cherry Lemon. Ja. Dein Getränk. Hat man sofort geschmeckt. Das heißt, eigentlich hast du nur eine Niete, ne? Ob Raphael das auch schafft? Vielleicht. Okay. Okay. Nee, Raffi schafft das nicht. Raffi, komm mal. Du schaffst das nicht. Hi, stopp. Oh. Was war das denn? Das ist schon Challenge für mich genug, hier erst hinzukommen. So, stopp. Okay. Dann. Starten wir mal mit dem ersten Produkt, oder? Ja, gehst du jetzt direkt los? Ja, mach was du willst. Richtig Nase zu halten, ne? Oh, Raffi, und mal einen richtig dicken Schluck jetzt. Sah ich auch so aus? Nein, bei dir sah das irgendwie besser aus. So? Das schmeckt voll nach Gemüsebeet. Karotte. Oh, Bing. Ja. Richtig? Das ist schon mal eine Zutat. Ja, meine Mama hat mich immer gezwungen, das früher zu trinken. Ist noch was drin? Wie ist noch was? Ach so! Rote Beete? Ja, fast. Mate. Mate? Ja. Okay, da wäre ich nicht drauf. Okay, jetzt. Warte ich mal ran. Das ist wow. Das ist juicy. Ja. Das ist juicy wow. also, entweder ist das Cherry Lemon. Ja, nehmen wir. Ja, okay. Perfekt. Hier, die richtigen kommen auf die Seite. Okay, du darfst ihm das nächste verabreichen. Okay. Voll schön. Halt dir mal die Nase zu. Ich muss wieder wirklich richtig zuhalten. So richtig fest. Wer kam eigentlich auf die Idee? Boah, ist das ekelhaft. Das schmeckt wieder nach Gemüsebeet. Also es ist keine Frucht, das ist auf jeden Fall irgendwas mit Gemüse. Kohlrabi? Wieso lassen? Ja, dann müssen wir echt Kohlrabi jetzt auch durchgehen lassen. Ja. Wieso, was ist das? Ja, Tomate mit Kirsch-Bananensaft. Oh fuck, Tomate hätte ich drauf kommen können. So. Endlich wieder was Leckeres. Oh, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das von dir ist. Oder nee, Grapefruit? Ja. Pink Grapefruit? Genau. Ja. Boah, hör mal.
Das ist, Raffi, ist richtig gut. So jetzt Nase zu halten, muss aber jetzt wirklich, jetzt ist auch wichtig, dass du guten Schluck nimmst, weil sonst schmeckt man das gar nicht so. Sag's immer, wenn es eklig ist. Nein, das habe ich doch verrätst dich auch gesagt. Ach komm. Nein. Das Wurstwasser. Ja. Boah, ist das ekelhaft. Krass, voll gut. Boah, ich nehme nie wieder einen großen Schluck, wenn du sagst, einen großen Schluck nehmen. So. Und jetzt das letzte Produkt. Boah, Raffi ist richtig gut. Muss ich jetzt wieder meine Nase zeugen? Ja, mit einem großen Schluck. Boah, wenn er es jetzt errettet, dann hat er dich abgezogen. Hm? Ist das Peach? Ja. Peach Grapefruit? Ja. Peach Passion. Peach Passion. Passion Fruit. Ja, nicht schlecht. Dann würde ich sagen, darfst du jetzt mal gucken. Ui. So, wir haben gerade nochmal nachgeschaut und der Raffi hat tatsächlich... Raffi hat gewonnen. Nochmal mehr. Habe ich gewonnen? Boah, war aber knapp, oder? Das heißt, du darfst jetzt das Wurstwasser austrinken. Yeah. Nein, wir haben noch ein Geschenk für dich. Ich gehe das mal kurz holen. Bitteschön. Ey, dass ich heute noch was gewinnen darf. Habe ich nicht gerechnet. Nein! Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Ach Quatsch, wie krass ist das denn? Das ist mir egal, ich will einfach nur die Flaschen hier haben. Diese Dinger. Das wird nicht auf eBay verkauft, mein Freund. Boah, das ist ja krass. Ach komm, die teilen wir uns, oder? Ja, klar. Krass, für 8 Liter? Ja, das haben wir eben einmal gemacht, haben wir alle Gläser hier aufgestellt. Der ganze Tisch ist voll. Für 8 Liter? So ein Ding? So ein Mini-Ding? Ja, cool. Dankeschön. Ja. Bitte. Oh, krass. Und das finde ich krass, wenn 8 Liter ist heftig, ne? Weil auch für den Preis, oder? Wie viel kostet das? Das ist richtig günstig, ne? Ja. Wenn man das vergleicht, wenn du da eine Limo für holen würdest, um dieselbe Menge rauszuholen. Wir haben es eben mal umgerechnet, so pro Glas wird das nur ein paar Cent kosten. Also bei dir wahrscheinlich 4 Cent, bei mir so 6, 7, 8 Cent, weil ich halt intensiv. Das ist doch viel zu. Können wir den Preis erhöhen? Haben wir da noch was drum? Ja, Hammer. Boah, das finde ich echt krass. Also das wusste ich wirklich nicht. Aber guck mal, wie geil das wird. Ja. Das boah, das krieg ich einen Ehrenplatz. Okay, also Raffi, du kriegst die Box und ich krieg die Dinger und das. Okay? Okay, so, alles klar. Dann habe ich einen Hauptgewinn. Ich krieg die Dinger, die da drin sind. Du kriegst die Schwarzbox. Ah, ich krieg nur die Box? Ja. Gar keinen mit. Gut, da fahren wir. So Leute, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr zu sagen habt zu den Produkten. Wir haben wirklich die letzten Monate so viel Mühe, Liebe in diese Produkte gesteckt und ja, es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ihr die einmal ausprobieren würdet. Ab dem 4.1. sind sie online als auch in allen Kaufland-Filialen in Deutschland erhältlich. Checkt das unbedingt mal ab. Und passend zum Launch haben wir uns da was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar Gewinne im Wert von 15.000 Euro, die ihr gewinnen könnt. Ihr müsst einfach nur dem offiziellen Juicy Wow Account folgen. Den werde ich euch ja auch reinpacken. Und zusammen mit Wygo Trips gibt es noch den absoluten Hauptgewinn. Und zwar zum Taylor Swift Konzert nach Paris. Das ist restlos ausgebucht. Das kann eine Person gewinnen und eine Begleitperson mitnehmen. Ihr bekommt Reise, Hotel, Flug, alles ist dabei. Alles ist für euch kostenlos. Und alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur dem Juicy Wow Account folgen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg.